richtig gut versteckt, der kleine Drecksack. Genau da hinten drin, damit wir uns auch schön erschrecken. Da ist er. Bam! Du kleiner. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Alter. Alec. Du wirst besser vorbereitet. Das gibt es gar nicht. Ey, Alter, das gibt es nicht. Ey, wie sinnfrei ist denn sowas? Man darf hier überhaupt nicht verletzt werden. Leck mich doch in den Tisch. Ja, ist ne, heute, glaube ich, nicht ganz unser Tag. Okay. Neues Spiel, neues Glück, wa? Boah, dreimal gestorben. Schlechte Quote. Ich glaube, langsam gehen uns die Figuren aus. Okay, der sieht auch nicht gerade danach aus, als würde er lange überleben. Oh, Scheiße. Komm schon, schwing die Hufe. Du musst in den Buckingham Palace. Nur da gibt es Waffen und Nachschub. Auch wenn dort infizierte Rumlungen. Aha. Schön für dich. Oh, was haben wir denn da? Explosivladung, Minen. Ja, schön. Lieber John, es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass wir in diesem Punkt zu einer Übereinstimmung kommen können. Du scheinst bei der Lektüre der schwarzen Prophezeiung felsenfest von verbrannter Erde auszugehen. Während ich und Ron und viele der anderen es mehr als Warnung verstehen, dass wir den Leuten helfen müssen und nicht tatenlos zusehen, wenn es soweit ist. Ich weiß, dass du sauer auf mich und Ron bist, weil wir uns beim letzten Treffen mit dir gestritten haben. Aber ich hoffe, du verstehst, dass wir das Vorsicht ist besser als Nachsicht-Prinzip vertreten. Es ist wie mit der globalen Erwärmung. Wenn wir falsch liegen, haben wir zumindest versucht, die Welt zu verbessern, ohne dabei Schaden anzurichten. Haben wir jedoch recht und handeln nicht umgehend, bringen wir den gesamten Planeten in Gefahr. Mhm. Ich wünschte, du würdest das verstehen. Ja. Wir versuchen nicht, dich auszugrenzen. Nein, nein. Ist okay. Alter Schwede. Scheiße, ey. Wir sind wieder voll abgekackt. Wir sind heute so am Arsch, das gibt's gar nicht. Ja, jetzt müssen wir uns, glaube ich, mal ein bisschen anstrengen. Und vielleicht nicht jeden Gegner töten. Wäre, glaube ich, nicht ganz verkehrt. Nur dann, wenn wir wirklich jemanden umbringen müssen. So, wir müssen... Nee, ist nicht unser Ernst, ne? Jetzt nicht euer Ernst. Ach so. Macht doch mal die Tür auf, Alter. Nicht das? Okay, den haben wir erledigt. Okay, wir müssen hierher. Das war sonnenklar. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir... Okay. Super, können wir Auge brauchen. Wir nehmen jetzt alles mit, ey. Verdammtes Pack. Hat's uns hier den... Alter, ey, nur gestorben. Ich könnte ja heulen. Aber tue ich jetzt nicht. So, jetzt beeilen wir uns mal ein bisschen. Wir wissen ja ungefähr, wo wir her müssen. Plündern, der ist leer. Okay. Okay. Boah. Alter, der hat gesessen. So, mal schnell wieder Skinny-Skinny machen. So, da ist nichts. Okay, da sind mehrere, ne? Ja, ich denke schon. Zwei. Ja.
So, wow. Wow. Okay, Minen sind nicht schlecht. Aber... hat nur den einen dahin gerafft. Leider. Wo ist der zweite? Ach, der ist hier. Komm her. Okay, den haben wir auch erledigt. Was hat er? Harmonie. Super. Okay, wir müssen jetzt, glaube ich, irgendwie hier rein. Ist da was drin? Oh, Scheiße. Ich mache mir gleich in die Hose. Aber hier ist nichts, ne? Hier können wir auch nicht rein. Okay, Licht aus. Code eingeben. Ich will mich jetzt hier verkacken. Was für ein Code? Eingabe. Was für ein Code? Haben wir einen Code? Aha, Safe House. Die dunkle Prophezeiung. Ah, da 87, ne? 3. Hä? Ein neues... Info schließen. Das ist eine 8, eine 7. Ja, da haben wir mal eine 3 vielleicht. Aber was soll das andere sein? 8, 7. 3, 1. Nee. Alter, wie kommen wir denn da jetzt rein? Ey, jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt haben wir keinen Code oder was? Alter, warte mal. Nee, nee, halt. Ach, da war da was. Warte. So, auswählen. Aber das können wir auch nicht vergrößern irgendwie, ne? Start. Nee. Ein neues Utopia für den Leute, die sich verloren werden, sein Herrn. Okay. Was anderes haben wir irgendwie jetzt nicht. Was hätten wir sonst noch zur Hand? Meine Karte, meine Fähigkeiten, meine Kennung. Mhm, Reisekaufmann, super. Ich muss in den Geheimbunker bei Buckingham Palace kommen. Sie existieren so wirklich. Ja, toll. Das ist toll. Prepper Pad. Ah, vielleicht können wir mit dem Prepper Pad was machen. Karte aktualisiert. Ja, ganz großes Kino. Tür mit Codeschloss. 1, 2, 3, 4. Benötige Code. Mhm. 1, 2, 3, 4. Nee. Ja, wo kriegen wir jetzt einen Code her? Ja, jetzt nehmen sie uns aber echt auf den Arm hier. Kacke, deine Eddie. Jetzt habe ich mir das so schön ausgedacht, dass wir das hier schaffen. Ja, geschissene Pilze. 153. Wir haben auch nichts dabei jetzt, wo man wirklich gucken könnte. Safe House, Überlebensregel. Tja, das könnte was bedeuten, aber was sollen die Zahlen da? Was soll das? 873. Wir könnten ja eigentlich alles durchprobieren von 1 bis 9. Komm, wir probieren das einfach jetzt mal. Letzter Versuch, so. Machen wir 8, 7, 3, 2. Nee. 8, 7, 3, 3. Nee. Wir könnten das jetzt alles durchprobieren, aber ob es das dann ist... Nee. Also ich glaube, wir sind da auf dem falschen Weg. Ja.
Da funktioniert irgendwie gar nichts. Das heißt für uns, wir müssen uns den Code irgendwo besorgen. Das ist jetzt eine gute Frage. Jetzt haben wir noch die letzte mit der 0 und dann ist aber gut. So. Bringt uns nicht weiter. Code eingeben, ja. Was heißt denn 1234? Benötige Code. Tja, das ist eine super Frage. Ja, ich glaube, das werden wir jetzt so schnell nicht rausbekommen. Weil hier ist es... Tja. Das könnte aber auch eine 1 sein, ne? 813. Aber was soll das letzte? Das ist doch keine Zahl. Das sieht ja aus wie ein I. Tja, gute Frage, nächste Frage. Ich glaube, das werden wir dann beim nächsten Mal erkunden, bevor wir jetzt hier total verkacken. Weil irgendwie geht es hier dann nicht weiter. Und irgendwas muss ja hier rumliegen. Oder irgendwo müssen wir ja was finden. Aha, Karte aktualisiert. Aha, aha, warte. Da drin ist irgendwas. Irgendwas, wie kommen wir denn da rein jetzt? Schließen. Nee, schließen, öffnen. Also muss es doch irgendwie einen Weg hier reingeben. Irgendwas ist da drin. Die Türen sind aber hier alle zu. Das heißt, vielleicht ist da ja unsere Karte drin. Oder so ähnlich. Gute Frage, ne? Wir gucken mal. Kommen wir da vielleicht auf die Rückseite? Ne, nicht wirklich, ne? Da gibt es überhaupt kein Weiterkommen. Warte mal. Oh, negativ. Negativ, okay. Okay. Plündern. Okay, haben wir hier vielleicht was? Nein, haben wir nichts mehr. Da ist aber ein Gegner, oder was? Okay, leer. Hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht rein. Also dann müssen wir vielleicht doch den einen Weg da gehen. Aha, warte mal. Okay. Hier sind wir doch hergekommen, ganz zu Anfang, ne? Ja, da ist nichts drin, das ist schon mal super. Okay, da sind wir reingekommen, ne? Da müssen wir hier wieder irgendwie... Achso, wir müssen hier drunter her, ne? Reinkriechen. Verlassen. Ob uns das was bringt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber im Moment bin ich sehr ratlos. Woher kriegen wir denn diesen Code? So, wir sind irgendwie im Safehouse. Aha, wir sind im Safehouse. Nee, ist klar. Leiter benutzen. Aha, okay, wir kommen nur von der anderen Seite wieder rein. Also wir sind einmal im Kreis gelaufen. Das ist natürlich supi. Oh, gruselig. So, wir sind da wieder.
Aber hier gibt's doch nichts. Okay, hier waren wir ja schon mal. Vielleicht... Nee, schließen wollen wir jetzt nichts. Schließen, schließen, schließen. Mal richtig umschauen. Weil irgendwo müssen wir ja diesen Code herbekommen. Das nützt uns ja sonst alles nichts. Okay, Tür auf. Aha. Oder haben wir das Ganze... Okay, er lässt uns rein. Bringt uns jetzt aber auch nicht wirklich weiter. Weil wir sind jetzt wieder am Anfang. Ja, tolle Wurst. Falsche Richtung war das. Wir müssen hier rum. So, einmal hier rum und dann müssen wir hier hinten rein. Okay, so zack. Mach mal Tür zu, sicher ist das. Also wir sind jetzt wieder im Safehouse, aber das ist alles nicht, weiß ich nicht. Was soll denn das sein? Aktivieren, ja, ja, das können wir aktivieren. Das ist auch ganz toll. Hier hat alles angefangen und hier wird es enden. Versprochen. Schütz das Safe House. Dein Überleben hängt davon ab. Ja, schön für dich. Also wir kommen hier im Moment überhaupt nicht mehr weiter. Jetzt müssen wir erstmal eine Runde schlafen. Wir werden hier abspeichern. Und dann werden wir gucken, dass wir dann den Code finden, weil das muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, den zu finden.